So, und damit herzlich willkommen zurück zu Evolve. Jetzt mal in der Rolle als Trapper, nicht so wie in der ersten Folge, noch als Goliath. Mal gucken, ob ich damit erfolgreicher bin. Gegen den haben wir das letzte Mal gespielt, gegen Maggie. Die nehme ich aber nicht, denn ich nehme Griffin. Den mag ich ganz gerne und ich brauche noch ein bisschen was hier, um Abe freizuspielen. Weil Abe, den hätte ich auch ganz gerne. Jeder hat die Mobile Arena. Griffin unterscheidet sich so von Maggie, dass er eine Harpunenkanone hat. Also Maggie kann so Harpunen schießen, die auf dem Boden sind, stationär, und das Monster eintrippen. Und er hat das direkt in der Hand. Also er hat die Harpune direkt in der Hand, so oldschool, kann das Monster so festhalten. Und er hat eine andere MP. So, und da ich ein Freund des Jetpacks bin und das sehr oft benutze, sage ich mal, dass das Jetpack 37% schneller aufgeladen wird. So, wir haben Lazarus, wir haben Hyde. Also es ist immer noch dieselbe Monster, dieselbe Gruppe. Oh, den Geist. Wir kämpfen gegen den Geist. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen interessant. Da ich auch noch nicht oft gegen den Geist gespielt habe. Der kann so einen Doppelgänger von sich machen, ablenken. Der kann sich zu einem hinziehen. Ich glaube, mit seiner Zunge kann der einen so fangen. Und mal gucken. Ich hoffe, die Frames droppen jetzt nicht zu hart, wenn ich jetzt hier wieder aus dem Flugzeug springe oder aus dem Raumschiff oder so, keine Ahnung. Ja, aber der Jet ist das Zeichen von Osiris. Das Zeichen des Gut, Todes Bucket um sammelt seinen den Kopf noch auf. Ich setze meinen Hut auf und wir haben Hyde als Damage Dealer. Und mal gucken, ob wir das schaffen gegen den Geist. Wir spielen auf einer meiner favorisierten Maps, muss ich sagen. Also, ich mag die sehr gerne. Also das ist diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Voulaire oder so, keine Ahnung. Ist so ein riesiger Dome, also in dem man hier so rein, ähnlich wie so ein Vogelkäfig, falls jemand von euch vielleicht Jurassic Park 3 gesehen hat. Da gibt es sowas Ähnliches. Und es gibt halt nicht nur diesen Dschungel. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Gut, dann droppen meine Frames gerade mal. Ich hoffe, das lässt im Laufe des Spieles gerade mal nach. Und der Typ ist nicht dumm. Ah, gut. Jetzt hat er die Monster aufgeschreckt. Denn es gibt hier nicht nur diesen Dschungel auf der Map, sondern man kann auch aus diesem Dome rausgehen und ist dann quasi in so einer Art Schneelandschaft. Das werde ich euch wahrscheinlich jetzt gleich auch noch zeigen können. Das finde ich sehr cool. Da vorne ist ein Monster, das hat einen Buff. Das denken wir mal kurz weg. Kreaturen sind aus 40 Meter Entfernung sichtbar. Wahrscheinlich, wenn er hier reingegangen ist, würde er da hinten wieder irgendwo rauskommen. Ich predikte einfach mal. Stell hier mal so einen Schallsensor auf. Den hat Maggie auch nicht. Also diese Schallsensoren zeigen hier, ich glaube, das Monster auch an, wenn es da durchgeht. Ist ganz gut, das hier bei den Durchgängen einzumachen. Zusammenbleiben, ja. Alter. Wie schnell ist der Phase 2? Krass. Und wir haben immer noch keinen Schimmer, wo er ist. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, dass der jetzt schon wieder Phase 2 ist. Hier runter ist er wahrscheinlich. Ja. Gut, da vorne gibt es einen neuen Buff. Markieren. Das heißt, dass hier irgendwo Monster sind. Da hinten ist es, glaube ich. Oh, Scheiße, ich bin hier im Wasser. Da ist das Stromrelais, was er zerstören muss, wenn er Phase 3 ist, so wie wir in der letzten Folge. Ich predikte einfach mal, dass er hier jetzt nach links rüber gehen wird. Das kann natürlich auch völlig falsch sein. Aber vielleicht. Guck mal, wer da ist. So, ich muss die Mobile. Oh Gott, der ist wieder viel zu schnell. Entkommen, ja, er ist entkommen. Oh Gott, der ist auch so schnell unterwegs. Da musst du echt aufpassen, wenn du die Arena machst. Ich dachte, wir können jetzt hier erstmal schön easy gegen den Goliath oder so spielen oder gegen den Kraken. Obwohl der Kraken auch schon ziemlich heftig ist. Eigentlich ist jedes Monster heftig, wenn der Gegenspieler das Monster beherrscht.
Wie machen wir denn uns? Wie kann... Wir können hier vorstellen, ah, ein modifizierter Chemsprayer. Ja, der outsmartet uns richtig krass. Interessantes Thema. Hab hat die meisten Informationen. Wir haben ja keinen Schnurrbär. Da unten sind ein paar... Ich weiß gar nicht, was das für Dinger sind. Ich nenne es einfach immer nur Fressen, wenn ich ein Monster bin. Oh, Junge, das dauert mir hier alles schon wieder viel zu lange. Die Maus ist natürlich auch wieder im Bild. Ich weiß echt nicht, was das für ein Bug ist, aber... Man kann das Spiel auch mit dem Controller spielen, also... als Monster finde ich es ganz cool, mit dem Controller zu spielen, aber als Hunter spiele ich immer bevorzugt mit Maus und Tastatur. Weil man auch, ich sollte vielleicht hier auch mal die Schalten sollen. Weil man damit besser aimen kann, finde ich. Und auch schneller reagieren kann. So, ich stelle mal hier einen auf, nicht, dass er hier wieder einfach so durchgehen kann. Wir müssten ihn eigentlich so eintriangulieren. Da hinten ist er. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich einen Abgang machen. Ja, guck mal, wie schnell der sich bewegt. Guckt euch das an. Schon da hinten. Sensor weniger? Warum? Hat irgendein Monster jetzt kaputt gemacht oder was? Ach nee. Das ist hier was mit dem Geist. Der scheint die Map auch ziemlich gut zu kennen. Ja, wenn man den Geist nämlich schon hat, dann muss man auch schon ordentlich was früher geleistet haben. Da muss man sowohl mit dem Goliath einige Punkte geholt haben, als auch mit dem Kraken. Aber... Oh, scheiße. Aber jetzt ist er gerade noch... Oh, scheiße, ich habe so ein Ding hinter mir. Und wo sind meine Mates? Weil der wird mich gleich auseinandernehmen. Der wird mich gleich auseinandernehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es fängt an. Meine Mates sind auch einfach nicht da. Die sind auch einfach nicht da. Ja, da kommt der Assault, Mann. Der ist untätig. Ach, so ist das. Also wird der gerade von einem NPC gesteuert, oder wie? Ich habe gerade hier ordentliche Frame-Lags in der Aufnahme. Ich weiß nicht warum. Bei mir läuft das Spiel nämlich immer perfekt. Ich habe das nämlich hier gerade auf meinem zweiten Bildschirm, die Streaming-Vorschau. Oder die Aufnahme-Vorschau. Und der Geist ist ziemlich schnell, also... Der haut zu mit seinen Sicheln. Und der Lazarus mich wieder belebt. Ey, wie der sich da durchschnetzelt, ne? Unglaublich. Da sollten wir einen Abgang machen, oder? Scheiße, kann mir jemand hochhelfen? Helft mir! Ist der da noch? Ich nicht machen sollen. Das war falsch, das war schlecht, das war schlecht. Oh shit. Oh shit. Er ist direkt hinter mir, er ist direkt hinter mir. Oh shit. Da hat er mich. Er macht irgendwas komisches mit mir. Ich verstehe es nicht. Ich will doch mich verstecken. Hilfe! Oh, klar, dann nicht. Aber Lazarus ist nicht überlegen. Bin unsichtbar, ja. Ach, der kann er sich auch selber nach unsichtbar machen, Lazarus? Das wäre wohl ein bisschen zu krass, oder? So, und Hyde hält voll drauf mit seiner Minigun. Also Lazarus, ne, der ist echt krass. Also wenn ich Medic spielen würde, ne, ich würde auf jeden Fall den nehmen. Ja, ich halte doch schon drauf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch groß was bringt. Aua. Alter, die Map. Das Terrain hier ist auch ein bisschen scheiße. Für den Monsterfight. Warum geht der denn gleich auf mich? Junge. Was habe ich hier getan? Der nimmt uns ganz schön auseinander, muss ich schon sagen. Aber das habe ich mir jetzt bei einem Geistspieler auch nicht anders erwartet. Wenn das jetzt hier jemand wäre, der gerade erst nur den Goliath hat oder so.
Aber wenn jemand den Geist hat, wie gesagt. Oh, da kommt auch jemand zu uns bei. Gut. Greife den Geist an. Wo ist er? Aber jetzt macht ihm noch dran Damage. Aber ich kann ihn noch festhalten. Du bleibst schön hier. Scheiße, der geht auf den Assault. Warte mal, ich hole mal den Kraft hier. Komm schon. Kugeln verlangsamen das Monster. Da hinten ist er. Der lädt gerade wahrscheinlich sein Schild auf. Man könnte sich da oben rausstellen. Heilung ist jetzt möglich. Es geht doch da oben rauf. Kann man da nicht oben rauf? Scheiße. Geist, Geist. Wo? Da? Von da? Monster gesichtet. Okay. Das meine ich, dass es Buckets drin ist. Aber die hat wohl gerade einen Abgang gemacht. Hat er wohl entdeckt, dass er verfolgt wurde? Warum gehen die denn jetzt alle dahin? Schluss mit dem Rumgeschirre! Ich muss zugeben, das ist höchst befriedigend. Ich richte eine Arena für euch ein! Das Monster ausgeschlossen? Zeit schinden, ne? So kann man die Arena nämlich auch benutzen. Ein bisschen auf Zeit spielen. Gut. Solos kommt zu mir. Okay. Scheiße. Soweit reicht die Harpune. Nicht. Da unten werden schon Teamabsprachen mal gemacht. Ist ja auch nicht verkehrt. Du bleibst hier, Freundchen. Alter, ey. Deine dreiste echt. Guck mal, da hat er jetzt den Doppelgänger gemacht. Das meine ich. Wie schnell der ist, ne? Wo ist denn der Support? Wir müssen jetzt Damage hier. Ach Gott, ich kann gar nicht stehen hier. Ey, das. Jetzt hör doch mal auf, hier die ganze Zeit auf mich zu gehen. Boah, Alter. Der hat aber nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. Lazarus, jetzt bitte. Komm rüber. Wir leben wieder. Komm schon. Nice. Gehen wir jetzt einmal nur noch auf. Wo ist er? Da. Das ist mein Leben. Sehe ihn nicht. Ich muss aber hier auf dem Festland stehen, damit ich nicht die Kugel kann. Alter. Komm. Komm schon, wir haben ihn fast. Ja, geil. Sehr geil. Haben wir ihn noch gekriegt. Oh Gott, ey. Das war aber auch wieder eine schwere Geburt hier. Gewinne ein Match. Oh, jetzt wird der neue Spielfortschritt wieder angezeigt. Aha, ja. Sehr interessant. Leistung, okay. Gut, okay. Ja, bereit. Und ich würde sagen... Oh, Rundenlänge 12,32. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Partie von Evolve. Mal gucken, vielleicht probieren wir mal einen anderen Charakter aus und vielleicht machen wir auch mal mit dem Monster oder mit dem Trapper auch mal weiter. Mal schauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann.